Ladies and gentlemen, it's me, the almighty Alison Burger bei Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da. In den letzten beiden Folgen haben wir es geschafft, eine daätrische Rüstung zu erlangen. Ich weiß nicht, warum wir auf einmal dieses scheiß Glück hatten, eine daätrische Rüstung zu bekommen. Aber ich... Mega. Also, ich feiere das. Wir haben es auch noch geschafft, Molag Bal zu befriedigen. Nicht sexuell, sondern, ne, ihr wisst. Jetzt haben wir noch Boethias Ruf, was mich ein bisschen abgefuckt hat, weil da habe ich was geopfert, was nichts gecountet hat. Feldjäger. Begib dich zum Schrein von Talos. Ich habe eine Nachricht von einem gewissen Eltyrs aus Markas erhalten. Er möchte mich am Schrein von Talos treffen. Wahrscheinlich geht es um den Mord, der sich kürzlich auf dem Markt von Marka zugetragen hat. Eine Ratte in der Klemme. Steine, befreie Reach. Ich bin Anführer einer Dämmerwacht. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Das will ich mal etwas erforschen. Das war, soweit ich weiß, hier. Leute, wir reisen jetzt zur Dämmerwacht. Ab zur Diebesgilde. Das müssen wir ja noch irgendwie machen, dass wir hier die Vampire einmal etwas ausrotten. So, make mal Platz da, mein Bruder. Das ist ja auch noch eine etwas größere Questreihe, die wir hier verfolgen müssen. Ja, wir sind hier immer noch bei unserem 10-Jahres-Ziel dabei, dass wir das Let's Play durchbringen müssen. Das, ich weiß nicht, das stresst mich aktuell so ein bisschen und eigentlich sollte es mich nicht stressen, das ist ungut. Aber irgendwie, keine Ahnung, ist alles ein bisschen merkwürdig. Ich muss mich jetzt erstmal an den Gedanken gewöhnen. Da vorne ist ein Wolf. Das können wir gleich nutzen. Schaut. Pferderuf. Weil ich glaube, die Quest können wir auch noch zu Ende bringen jetzt. Das macht ja alles Sinn. So, und wo ein Wolf ist, ist meistens auch zwei Wolf. So, das war nämlich 11. Wolfspelz, her damit. Und normalerweise ist die 12 jetzt aber auch nicht so weit weg. Vorne ist ein Elch. Ein Kaninchen. Hat Glück gehabt. Darf weiterleben. So, wo müssen wir denn hin? Ja, wir reiten aktuell. Wir reiten einfach mal hin und wenn wir da sind und haben bis dahin. Ich warne euch. Zurück. Ah, okay, eigentlich habe ich keine Lust, mich mit euch darum zu schlagen. Das können wir auch gerne. Läuft die Aufnahme? Ja, die läuft. Da vorne, da sind sie doch. Die Wölfe, ich wusste, dass es hier welche gibt. Mach sie nicht alle. Du hast sie alle getötet? Du Baba? Ja, okay, der Scheiß, der hier rumliegt, ist nicht so viel wert. Och, nö. Das ist so ein kleines Füchschen hier, aber ich brauche einen Wolf. Ah, das ist doch belastend. So, ne? Kaum zu glauben, dass das Ende, was dann hier kommt, so aussieht. Egal. So, jetzt geht's erstmal Vampire jagen. Ab zur Dämmerwacht. Ah, ich glaube, wir sind schon ein bisschen zu overleveled für dieses Gebiet, aber man kann ja nicht immer alles auf einmal machen. Irgendwann ist man halt krass. So, Schneebären sammeln wir ein. Seid ihr auch hier, um der Dämmerwacht beizutreten? Unter uns. Ich bin etwas nervös. Ich habe so etwas noch nie gemacht. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, wenn ich mit euch dorthin gehe. Ja nun, sagt Isra nicht, dass ich Angst hatte, ihm ganz allein gegenüberzutreten. Nicht der beste Eindruck, den ein neuer Vampirjäger vermittelt, würde ich sagen. Vampirjäger? Ja. Nee, ist nicht der beste Eindruck, mein Freund. Da kannst du Gift drauf nehmen. Da vorne ist die Burg auch schon. Kommst du endlich? Ihr habt bestimmt schon viele Vampire umgebracht, oder? Isran wird euch bestimmt sofort aufnehmen. Bei mir bin ich mir nicht so sicher. Ich hoffe es jedenfalls. Wie viele haben wir denn schon getötet? Ich glaube, so viele waren das jetzt aber auch nicht. Festung Dämmerwacht.
Das heißt, wir sind jetzt ungefähr hier, ne? Ja. Relativ krass am Rande der Map. Keine Ahnung. Blumen sammle ich gerade nur, weil mir langweilig ist. Eigentlich, ich glaube, muss ich den Typen mitnehmen oder kann ich auch einfach so hier hin? Die Anlage sieht beinahe verlassen aus. Eine Säge? Ein Hammer. Brauche ich das? Eher nicht. Ja, Chicken spielt Grand Theft Auto 5. Kann er gern machen. Hier ist einer. So sehen Semmerwacht-Soldaten aus. Ah ja, eine Armbrust haben wir ja schon. Bolzen haben wir auch schon. Nun, da wären wir. Wünscht mir Glück. Oh, ich glaube nicht, dass die verlassen ist. Der Typ wird uns jetzt bestimmt hier aufhalten. Ihr seid hier, um der Dämmerwacht beizutreten? Gut. Isran wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt. Nur zu, er ist gleich da drin. Gerne, Boy. Fort Dawnguard. Das habe ich ganz vergessen, die können ja auch jetzt Englisch mit uns schnacken. Warum ich hier bin. Die Wächter werden von allen Seiten angegriffen. Die Vampire sind viel gefährlicher, als wir gedacht haben. Und jetzt wollt ihr euch mit der Dämmerwacht in Sicherheit begeben. Wie? Also wer seid ihr? Oh, Entschuldigung. Was wollt ihr? Ich bin hier mit der Dämmerwacht beizutreten. Ihr brennt drauf, Vampire zu töten? Sehr gut. Aber seht euch um. Wir stehen noch ganz am Anfang. Ich habe erst damit angefangen, den Orden wieder aufzubauen. Wie kann ich helfen? Ich brauche jemanden, der es den Vampiren da draußen heimzahlt, während wir die Festung wieder aufbauen. Tolan hat mir von einer Höhle erzählt, in der die Wächter herumgestochert haben. Scheint, als hätte es mit den jüngsten Vampirangriffen zu tun. Tolan erzählt ihm von, wie heißt die noch gleich, Trübhöhle. Ja, genau. Trübhöhlengruft. Bruder Adalwald war sich sicher, dass darin ein lang verschollenes Vampirartefakt verborgen sei. Wir haben ihm genauso wenig zugehört wie Isma. Er war in der Halle, als sie angegriffen wurde. Das reicht mir. Geht und findet heraus, was die Vampire in dieser Trübhöhlengruft wollten. Mit etwas Glück sind sie immer noch dort. Seht euch ruhig in der Festung um und nehmt mit, was ihr gebrauchen könnt. Es gibt noch nicht sehr viel, aber wenn ihr es gebrauchen könnt, gehört es euch. Ja, Festung Dämmerwacht. Ich muss mal gucken, ob es hier irgendwie ein Optik-Pack für gibt. Dass wir hier dann mal installieren. Ein Hundi. Eine Hütte hier im Fels. Sieht mir doch aus, als ob wir hier Vampire halten können. Was ist hier hinter? Das sieht so aus, als ob hier ein paar Vampire gehalten werden können. Oder Hunde. Wahrscheinlich eher Hunde. Ah, wieder zu die Buchse hier. Ja, also mal ganz ehrlich, das Schloss hier sieht ja noch wirklich abgeranzt aus. Oder ist hier schon? Hier müsste eigentlich... Also Optik ist hier auf jeden Fall schon drauf. Frage ist nur, gibt es noch irgendwie ein geileres Optik-Pack, was ich hier drauf eiern könnte? Was das Ganze nochmal ein bisschen schicker macht? Ich meine, die haben ja gerade gesagt, ich kann mitnehmen, was ich brauche. Gibt nur ein Problem. Hier gibt's nichts. Außer Hunde. Jede Menge. Dayspring Canyon? Was ist das denn? Ach so. Stahlarmbrust gibt's hier. Dämmerwacht, Kriegsaxt. Ausdauer, Stahlbolzen. Ja, nehme ich mal mit, ne? Dämmerwacht, Panzerhandschuhe. Nee. Nee, nee. Wir müssen jetzt wohin? Da. Da ist sie, die Höhle. Dann können wir nach Steinbühl reisen.
Von Steinbühl können wir dann mit unserem Pferd dorthin. Wir nehmen jetzt immer das Pferd. Wir müssen noch diesen einen Wolf platt machen. Es gibt ja wohl nicht, dass wir den Wolf jetzt hier nicht finden. Er ist ja, glaube ich, freundlich. Aber sicher bin ich mir da auch nicht. So. Wölfi. Wo bist du? Wenn man sie nicht braucht, kommen sie in Scharen. Brauchst du sie? Ist keiner da. Das war der letzte. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Level 14 Banditenstraßenräuber. Das war gar nichts. Wenn ihr tot seid, könnt ihr wesentlich. Moment, kurz. Stab des Frostbists. 198, da ist die Stahlplatte ja mehr wert. Willkommen. Was hast du noch für mich? Septime, nix. Ja, das tut mir natürlich leid fürs Pferdchen. Was ist denn hier hinten drin? Oh, Tränke. Ja, die nehmen wir doch mit. Komm, wenn die Leute hier schon sterben mussten. Dance of Fire, Volume 6. Redekunst verbessert auf 54. Ja, warum eigentlich nicht? Heilung. Distelzweig. Gibt's hier genug? Oh, da hinten ist sogar der Besitzer. Durchsuchen. Beschwörer Novize. Ja, Zaubertrank der Zerstörung. Nehme ich noch mit. Ich glaube, ich bin hier derjenige, der zerstört. Ah, guck mal, hier haben wir wieder eine Gebietsaufteilung. Das finde ich wirklich eines der coolsten Sachen hier. Ich glaube, das Ding will ich auch noch entdecken. Da sind wir einfach zu nah dran. Wäre natürlich zu schön gewesen. Ist natürlich hier auch. Den Kack können wir noch mitnehmen. Ah, ja, ich will ja gar nichts. Ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon wieder. Wie weit müssen wir eigentlich noch nach oben? Die Hülle ist von da hinten zugänglich nur. Müssen wir eigentlich Schnellreise hier machen? Um dann da hochzukommen. Ja, das ist ja wieder kompliziert jetzt. So, wir gucken hier hin. Einfach dran vorbeireiten. Und dann müssen wir irgendwo rechts hoch. So, wir können ja wieder ein bisschen deine Ausdauer skillen. Ferdi. Aber hier müssen wir hoch, ne? Das sollte Sinn machen. Genau. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg. Ich weiß, dass wir für die Quest bekommen wir neue Rüstungsteile für unser Pferd. Wo ist denn der Weg hier eigentlich? Oh, wir sind ja ganz falsch. Der Weg geht irgendwie hier lang. Also wirklich sehen tue ich hier keinen Weg. Jetzt wieder hier? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Hier kommst du ja nur lang, wenn du auch wirklich auf die Map guckst. Ansonsten bist du ja hier der verlorene Sohn. Ziegen sind hier. Okay, ja, Bergziegen, klar, die hatten wir manchmal. Hier haben wir noch ein Mammutlager. Ein Riesenlager. Da unten ist ein Riese. Steinhügelklippe entdeckt. Okay, wie komme ich denn hier raus? Nur über die Steine hier? Naja, hier, ne? Autsch. Ich glaube, das hat unserem Pferd gar nicht gefallen, du. Oh, nee, ne? Oh, sind wir blöd, du. Okay, wir sind 10 von 10 dumm.
So richtige 10 von 10. Moin, Bruder. Was geht ab? So, wir müssen doch... Sind wir hier wieder auf dem richtigen Pfad? Mei, oh mei. Es sieht alles so gleich aus und doch unterschiedlich. Ah, hier vorne sind wir vorhin gewesen. Ah, ja. Vorne ist auch wieder irgend so ein dämlicher Schrein noch. Da habe ich ihn gesehen. There he is. The last one. Töter Wolf, wir haben noch ein Feld. Ist abgeschlossen. Feldjäger. Begonnen. Großwildjäger. Töte einen männlichen Elch, während du auf einem Pferd sitzt. Und das war's. Und das war's? Ja, das war's. Einen einzigen nur. Ja, das sollten wir doch irgendwann mal im Laufe der Zeit hinkriegen. Den müssen wir ja im Endeffekt nur aufspüren. Das war's ja dann schon. Ah, ein Stein ist hier. So. Der Fürstenstein entdeckt. Banditenraufbold haben wir hier. Ah, noch ein Banditen. Was kann der Stein denn? Wer in dem Zeichen des Fürsten steht, ist resistent gegen Magieschaden und physischen Schaden. Was haben wir denn aktuell für einen Stein? Oh. Der Kriegsschein. Alle Kampffertigkeiten werden 20% schneller erhöht. Zeichen annehmen, weil, ganz ehrlich, da sind wir ja schon auf einem relativ hohen Maximum, würde ich mal sagen. Korund. Die nehme ich mal noch mit. Ach so. Warte mal, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ach, zweimal ist das? Ah. Okay. Sag mir das doch mal einer. So, ab. Ah, warte. Das kann man auch schneller machen. Hier, 1, 2, 3. Dann habe ich hier. Deine Ausrüstung braucht einen Wechsel, genau. Nordic Imperial Jägersattel. Der ist, glaube ich, neu. Den haben wir jetzt bekommen. Dadurch, weil wir halt mit dem die Quest gerade erledigt haben. Deine Ausrüstung. Was war das denn jetzt? Originalausrüstung ohne Sattel. Nordic Sattel, Imperial, Reisender, Jäger, Hoch. Rottger Schabracke, Weißlauf Schabracke, Lederrüstung, Stahl, Eben, Holzrüstung. Ja, wir haben Ebenholz. Na, aber jetzt haben wir den Jägersattel, haben wir dazu bekommen. Durch die Erfüllung dieser einen Quest. Wenn wir jetzt den Elch erlegen, dann kriegen wir wahrscheinlich wieder irgendeinen Jagdsattel dazu. Finde ich aber gar nicht schlecht. Sattel hier für das Pferd sind ja... Das ist wahrscheinlich schon wieder die falsche Seite. Ja, das werden wir nicht schaffen. Pferdchen umdrehen, ohne darunter zu springen, wenn es geht. Und dann einmal bitte hier rum. Moment mal. Es ist auch weiter unten. Wir sind zu hoch. Da unten ist ein Pfad, zu dem wir hin müssen. Wir sind hier oben definitiv zu hoch. Hier oben ist auch noch ein Schrein, den wir entdecken können. Oh, wir entdecken hier gerade super viel. Schrein von Meros Dagonen. Ah, da weiß ich schon, was hier auf mich blüht. Da weiß ich schon, was hier auf mich blüht. Gerade weiß ich noch nicht so wirklich, was hier auf mich blüht. Ah, bitte nicht sterben. Glück gehabt.
Nee, aber da oben, das ist auch in der Daedrisch. Ich weiß zwar nicht, was genau wir da nochmal bekommen, aber ich weiß, dass es von der Daedrischen Quest ist. Was ganz cool ist auch. Durchaus. So, hier ist die Trubraufthöhle. Und hier geht es jetzt gegen Vampire los. Die Trubhöhlengruft. Na, da habe ich ja Bock drauf. Hallo? Diese Wächter wissen nie, wann sie aufgeben müssen. Ich dachte, wir hätten ihnen an ihrer Halle eine Lektion erteilt. Wir rüsten uns erstmal aus. Wir nehmen unseren Bogen. Mit Ebenerzpfeilen. Oder haben wir was Stärkeres? Sieht mir nicht so aus. Wir trinken. Das hier. Das hört sich gut an. Alleine hierher zu kommen. Ein Dummkopf, so wie all die anderen. Aber er hat gut gekämpft. Doch Jeron und Brick. Tot. Tot. Auch tot. Oh, ein Wolf. Tot. Schleichangriffe, doppelten Schaden. Ja, nice, weil Bogenkampf können wir ja jetzt skillen, weil Axt haben wir ja voll. Und da wir ja trotzdem irgendwie weiterkommen wollen. Was bist du? Du bist ein Vampirmeister. Vampirstaub. Rotwardon, Ritterumhang. Ah, komm, bla. Ein Vampir. Vampirstaub. Strahl. Wächter Tholon. Ständeramulett. Fackel nehme ich mal mit. Heilt alle Krankheiten. Ah, ich glaube, Vampire geben auch irgendwie Krankheiten oder so. Die können die Krankheiten verzaubern. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen im Laufe der Zeit, ob das nicht irgendwie gefährlich wird. Ein Todeshund. Todeshund-Halsband. Naja, wertvoll ist das ja nicht. Bernstein, Halskette, Vampirstaub. Vampirstaub ist, glaube ich, so etwas, was jetzt nicht allzu häufig ist. Deswegen nehmen wir es einfach mal mit. Was erwartet mich hier? Ruhe durchsuchen. Lederrüstung. Orkische Pfeile. Seelenstein schwarz. Septime. Das hier, okay. Okay, das hier hat die Kette aufgemacht. Also wir mussten zwangsweise sogar hier hin. Alles gut. Alles gut. Können wir mal weitergehen. Gucken wir mal, was der alte Mann hier so gefunden hat. Achso, Aschehaufen, ne? Hab ich was vergessen. Septime, Vampirstaub, Vampirrüstung. Ach, das sind diese Todeshunde. Widerliche Viecher. So. Gehen wir mal hier runter. Sind wir überhaupt richtig? Ja, sind wir. Bestimmt. So, der nächste Bereich. Da ist auch der nächste Feind. Ein blutiger Vampir. Ist das jetzt gut oder eher schlecht? Hier sind ja überall Knochenviecher. Die haben mich entdeckt. Was soll denn der Quatsch? Aber irgendwie haben die keinen Schaden gemacht, so wirklich. Ja, die Knochenviecher machen ja auch keinen Damage normalerweise. Da, blutiger Vampir. Aquamarin, Ebenerz, Eisen. Redguard Nightlight Gain Arts. Rotwardon, Rotwardon.
Wir haben hier eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Rotwardonen-Gedöns. 7 einer an. Seelensteine, mächtig, sehr schön. Sehr schön. Ich will nochmal kurz zurückgucken. Nicht, dass es jetzt hier der... Doch, es ist der reguläre Weg weiter. Wir sind instinktiv richtig gegangen, Leute. Sehr gut. Droger. Ah, die Droger sind ja inzwischen schon so gar nicht mehr interessant. Was? Wer gewinnt da jetzt? Okay. Wir müssen mal wieder schreien. Oh ja, das Ding müssen wir unbedingt ausrüsten, nachdem wir aber das hier gemacht haben. Ja, solange wir das machen können, machen wir das. Und jetzt haben wir leider, die müssen wir leider in den Nahkampf gehen. So, und jetzt gehen wir natürlich hier. Oh. Wir müssen noch aufladen. Okay. Ja, mein Hund hat mir noch geholfen. Das muss ich etwas besser koordinieren, dass mein Hund auch mal wirklich zum Zuge kommt. Und nicht so die ganze Zeit einfach nur irgendwie, ja, kommt, wenn alle tot sind. So, dich habe ich hier getötet. Du hast ja gar nichts. Ah doch, eben Erzfall. Jetzt habe ich das Schild genommen. Das lassen wir doch nochmal besser hier. Schild fallen lassen. Boom. Braucht keiner. Objekte, himmlischer Ebenerzbogen. Hat keine Aufladung mehr, was Magika angeht. Sehr schade. Ah, Moment mal. Einen Moment. Arcana Verzauberer. Waffe? Wie kann ich denn wieder da reinmachen? Ja, das können wir machen. Okay, das ist belastend. Ich kann hier nur wieder... T-Ladung. Ah. So geht das. Das kann ich auch mobil machen. Oh, na sieh mal einer an. Das ist ja praktisch. Das heißt, wenn wir einfach verbraucht haben, Seelenstein reinschmeißen, weiter geht's. So, das hier sah ein bisschen versteckt aus. So, guck mal, sogar das Meisterschloss kriegen wir jetzt ohne Probleme auf. Ja. Es ist meisterlich. Braucht es vielleicht schon mal ein, zwei mehr Anläufe? Oder so ein Ticken? Nee, gar nicht, gar nicht. Ganz, ganz schlecht. So. Nein, noch nicht. Ein Müh muss ich nach rechts gehen. So. Seht ihr? Ebenerzschild des überragenden Blockens. Gewicht 13. Kann ich mir ja noch leisten. Schriftrolle der versteckten Kobra. Septime Silberring. Alles meins. Ja, damit. Kann ich alles gebrauchen. Hier ist ein Gang. Hier ist ein Gang. Hier sind Tränke. Die will ich aber haben. Gegengift? Da komme ich nicht dran. Macht nichts.
Ah, da könnte ich vielleicht mit Zauber und Schreien und so drankommen, aber mal ehrlich, das wäre gewastet. So nötig habe ich die dann doch nicht. Eigentlich müsste ich mal wieder ein bisschen mehr auf den Boden gucken, ob da nicht irgendwelche Fallen wieder unterwegs sind, aber... Da oben ist eine. Hier sind ganz viele, merke ich gerade. Level 13 Skelett. Heidewitzke. Da sind die ja recht krass hier unterwegs. Tauchen einfach auf, ne? Zwei Stück sind es noch. Ja, ich glaube als nächstes, ich will glaube ich mal, wenn wir mal wieder ein Level steigen, will ich mal gucken, was wir bei Pfeil und Bogen machen können. Okay, wir haben mal wieder die Zeit. Wutrad? Und du auch. Mein Hund, greif an! Der Tod bedeutet mir nichts. Hier sind ja überall Feinde. Überall. Hier ist einer. Vampir-Nebelläufer. Da hat ja noch einer. Todeshund. Okay, Vampirstaub, Zwergenaxt, Dietriche, 5 Stück. Nee. Oh Moment, ich habe nur gesortiert. Dietriche. Dietriche, Ebenerz. Dark Vital, nö, nö. Zaubertrank des Volltreffers. Warum auch nicht? Kann ich gebrauchen. Kaiserliche Ritterschienbeinschützer. 40 Rüstung hat die. Zeigt mir an, dass er mehr kann. Ist dem so? Magiebinderstiefel tragen wir aktuell. Die kann wirklich mehr. Müssen wir die Feuerresistenz da wieder drauf machen. Wenn wir da bei Gelegenheit mal dran denken. So, die looten wir nicht. Wir gehen mal weiter. Ach, die sind direkt dahinter. Ja, da fällt mir ein, Magie, Schreie, Drachenform. So, das hätten wir... Ach, da ist er ja. Dann Magie. Ja... Machen wir mal das hier. Ich glaube, das war nicht dafür. Lolli war one-hit? Oh, scheiße. Da müssen wir jetzt ein bisschen mehr tricksen. So, Hund, greif an. Und meine Gestalt. Wir sind fucking stark. Wir sind richtig stark. Das ist geil. So, aber was uns davon erwartet, das erfahren wir leider erst in der nächsten Folge. Gibt's ja gar nicht, ne? Doch, hier, leider, auf meinem Kanal.
Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.